Weißt du eigentlich, was am 9.11.89 passiert ist? Nein, weiß ich nicht. Nein. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Nein, nicht wirklich. Nein. Ich weiß es nicht. Mensch, Clara, die wissen das alle nicht. Lass uns doch da mal auf die Suche gehen. Das würde mich interessieren. Mich auch, also. Lass uns doch mal in die Bibliothek gucken gehen, ob wir da irgendwas finden. Oben im C-Teil, weißt du überhaupt, ob die... Tut uns leid, Herr Lantin. Das wollten wir nicht. Macht ja nichts. Hey Clara, guck mal, das sind ja genau die Themen, die wir suchen. Auch mal. Herr Lantin, könnten Sie uns das vielleicht mal ausborgen? Ja, ich kann auch machen. Nehmt ihr euch mit. Cool, danke schön. Wir wissen ja nichts über die Schulzeit in der DDR. Erzählen Sie doch mal. Also, wenn ihr jetzt das Jahr der Wende meint, da waren in meiner Klasse 7 Schüler. Das war eine 9. Klasse. Und es gab eine parallele Klasse. Es waren damals an der Birkenwerder-Schule auch sehr viele Schüler aus den umliegenden Orten, Schönfließ und so weiter, weil wir die 10. Klasse angeboten haben, die damals noch nicht in jedem Ort möglich war zu besuchen. Wann begann die Schule, so vor dem 9. November 89, und wann hörte sie auf? Wie viele Pausen gab es? Das ist jetzt schwierig. Also, wenn ich mich recht erinnere, auch 7.30 Uhr Unterrichtsbeginn. Es gab keinen Ganztag, aber es gab Nachmittagsveranstaltungen. Und was für Fächer gab es damals? Also Fächer gab es ähnlich wie heute, was ihr Wissenschaft, Arbeit und Technik nennen, hieß einfach Werkunterricht oder polytechnischer Unterricht. Wir hatten auch teilweise einen Unterrichtstag in der Produktion, dass die Schüler dorthin gefahren sind und dort gearbeitet haben. War der Tagesablauf am 9.11.89 eigentlich irgendwie ein bisschen anders oder so wie jeder andere Tag? Ja, die Frage habe ich auch schon oft gestellt bekommen und ich kann mich, muss ich leider eingestehen, gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Es war auf alle Fälle so, dass wir, glaube ich, an dem Tag nicht ganz so viele Schüler hatten wie sonst. Also sie sind wirklich auch in der Nacht noch losgezogen. Aber ich möchte zum Beispiel behaupten, dass eigentlich alle Lehrer da waren, so zum Unterricht, und das eigentlich ganz normal der Tag ablief. Natürlich war das Thema Nummer 1 an dem Tag schon irgendwo klar. An der Schule wurde ja auch viel gebaut. Was gab es denn damals an dieser Schule nicht, was es heute gibt? Zum Beispiel den Raum, in dem wir hier sitzen. Es gab da drüben den Altbau von der Schule, es gab das Internat, auch nur den Teil B. Der Teil A war im Rohbau da, die Turnhalle hier drüben im Hofbereich, die wurde auch erst später gebaut. Also das ganze Objekt wurde erst 1980 eröffnet, vorher waren wir ja drüben in der Klinik. Was für Musik haben Sie denn damals gehört? Wo man erstmal irgendwie durch musste, war, die Schule war zumindest, was die älteren Schüler betrifft, in fester Hand von Heavy Metal. Also die Anfänge davon, also AC/DC, Purple und sowas in dieser Richtung. Und Maffei war ein ganz großes Thema hier an der Schule. Ich habe Diskotheken hier gemacht an der Schule. Was für Hobbys und Interessen hatten Sie damals und gab es da auch irgendwelche Einschränkungen? Also ich war damals in der Sitzballmannschaft hier von der Schule, habe in einem Singeclub mitgesungen, waren wir viel unterwegs. Rockmusik war für mich immer ein großes Thema. Es wurde ja schon ein DEFA-Film von Ihnen gedreht. Und wie haben Sie es empfunden, wenn die Kamera dabei war die ganze Zeit? Also damals habe ich das als sehr, sehr unangenehm empfunden, weil ich war noch relativ schüchtern. Und insofern hat es irgendwie immer gestört. Aha, und was beinhaltet der Film so grob? Der Film wurde anlässlich des Jahres des Behinderten gedreht
Und unsere Klasse wurde eigentlich gefilmt und ich hatte nur im Prinzip die Rolle des Klassensprechers in dem Bereich. Und es wurde eigentlich das Leben von Behinderten in der DDR, hatte das Ganze zum Thema. Ja? Hallo. Hallo, Herr Stäbler. Wir sind ja mit unserem Projekt schon so weit gekommen. Wüssten Sie da noch jemanden, den wir interviewen könnten? Lass mich mal überlegen. Ehemalige Schülerin von mir, Maya Linné, aber die wohnt in Dresden. Also wenn ihr da hinfahren könnt, da könnt ihr die bestimmt interviewen. Die kann ich bestimmt eine Menge erzählen. Gut, das machen wir dann mal. Gute Idee. Könnten Sie auch einfach mal so ein bisschen erzählen, wieso die Kleidung so damals war? Die war ja, also garantiert ganz anders, aber so auch so der ganze Stil. Ja, also die Kleidung, wie gesagt, ich habe ja auch ein paar schöne Fotos, das heißt also, die Kleidung betraf ja sowohl Schüler als auch Lehrer. Das war eine Zeit, wo, das war ja Ende der 80er ne, Jahre, das heißt also, da war sozusagen auch die große Pink-Phase, das heißt also viele grelle Farben, dann halt die Locken im Haar, ne, das war, und große Brillen, jetzt sind wir alle so auf kleine, schmale Brillen, meistens hauptsächlich randlos, ne, zu den Zeiten waren die Brillen relativ groß noch, was sozusagen jetzt wieder ein bisschen der Retro-Look ist, ne, Miniröcke, siehe Frau Liese und weitere Lehrer in der Schule waren wirklich absolut in. Ja, so sah ich aus. Also hier, ne, um das Pink nochmal zu unterstreichen. Ja. Gut. Veränderungen dann. Ja, hier die Schule, ne, im Winter. Wie gesagt, das war ja alles komplex bis hinten, alles Internat, ne, gewesen. Ja, hier nochmal der Schuleingang, das ist ja jetzt hier alles weg. Hier oben hat sozusagen die Marie und der Steffen gewohnt, das waren also Wohnungen für die Lehrer gewesen. Was hatten Sie so für Hobbys und gab es da eigentlich auch irgendwelche Einschränkungen für Sie? Also ein Hobby war zum Beispiel also Keramik, ja. Das heißt also, wir konnten da auch, wer sich dafür interessierte, den Keramikkurs besuchen. Es gab Tischtennis. Tischtennis wurde also auch sehr intensiv im Wohnheim gespielt. Da war auf der Etage vor dem Vorstuhl eine Platte gewesen und da ging es dann abends auch immer heiß her. Haben Sie sich eigentlich sehr darüber gefreut, als dann die Grenze endlich offen war, also als Sie endlich mal wieder in den Westen konnten? Also die Anfangszeit war ja mit sehr gemischten Gefühlen verbunden. Ne? Man hat ja das alles mitgekriegt. Man hat immer zu Hause angerufen, man hat es dann erzählt, was alles los ist. Aber dass man jetzt sozusagen sich jetzt so darauf gefreut hat, das kann man so nicht sagen. Es war schon eine Art ja, Euphorie sicherlich dabei. Wie hoch die bei jedem war, das war, hängt auch von der Persönlichkeit natürlich ab. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt so sehr euphorisch war, weil gerade am Anfang war es ja so, dass die ganzen Ostbürger sich in Zug setzten und gegen Westberlin fuhren, was damit verbunden war, dass ich, wenn ich nach Hause fuhr, mit Massen an Menschen zu kämpfen hatte, die mich halb unter den Zug geschubst haben. Ja. Also das heißt, also, es war schon so ambivalent, ne, das Ganze. Und in der Schule gingen dann die Massenkäufe los, was Zigaretten betraf. Oh Gott, wenn unsere guten DDR-Zigaretten es dann nicht mehr gibt, dann müssen wir jetzt bunkern. Ja, also es wurde Kabinett gekauft und F6 gekauft in Massen für die, die Raucher waren. Und ja, so gab es unterschiedliche Erfahrungen. Thank you.
Mensch, das ist ja alles ganz interessant mit der Mauer und so, und wir haben jetzt so viele Informationen gekriegt, aber irgendwie jeder Mensch hat da andere Erfahrungen. Das kann man gar nicht alles zusammenfassen. So. Es gibt keinen den 9. November. Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher. Weil die Hektik sich nicht legt, du in der Masse untergehst, bist du ein Tropfen im Meer. Doch du lebst länger als ein Leben lang. Du bist das, womit alles begann. Denn du schreibst Geschichte. Weißt du eigentlich, was am 9.11.89 passiert ist? Nein, weiß ich nicht. Nein. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Nein, nicht wirklich. Nein. Ich weiß es nicht. Mensch, Clara, die wissen das alle nicht. Lass uns doch da mal auf die Suche gehen. Das würde mich interessieren. Mich auch, also. Lass uns doch mal in die Bibliothek gucken gehen, ob wir da irgendwas finden. Tut uns leid, Herr Lantin. Das wollten wir nicht. Macht ja nichts. Hey Clara, hey. Guck mal, das sind ja genau die Themen, die wir suchen. Auf jeden Fall. Herr Lantin, ja? Könnten Sie uns das vielleicht mal ausbauen? Ja, ich kann auch machen. Nehmt ihr euch mit? Cool, danke schön. Wir wissen ja nichts über die Schulzeit in der DDR. Erzählen Sie doch mal. Also, wenn ihr jetzt das Jahr der Wende meint, da waren in meiner Klasse 7 Schüler. Das war eine 9. Klasse. Und es gab eine parallele Klasse. Es waren damals an der Birkenwerder Schule auch sehr viele Schüler aus den umliegenden Orten, Schönfließ und so weiter, weil wir die 10. Klasse angeboten haben, die damals noch nicht in jedem Ort möglich war zu besuchen. Wann begann die Schule, so vor dem 9. November 89, und wann hörte sie auf? Wie viele Pausen gab es? Das ist jetzt schwierig. Also, wenn ich mich recht erinnere, auch 7.30 Uhr Unterrichtsbeginn. Es gab keinen Ganztag, aber es gab Nachmittagsveranstaltungen. Und was für Fächer gab es damals? Also Fächer gab es ähnlich wie heute, was ihr Wissenschaft, Arbeit und Technik nennt, hieß einfach Werkunterricht oder polytechnischer Unterricht. Wir hatten auch teilweise einen Unterrichtstag in der Produktion, dass die Schüler dorthin gefahren sind und dort gearbeitet haben. War der Tagesablauf am 9.11.89 eigentlich irgendwie ein bisschen anders oder so wie jeder andere? Ja, die Frage habe ich auch schon oft gestellt bekommen und ich kann mich, muss ich leider eingestehen, gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Es war auf alle Fälle so, dass wir, glaube ich, an dem Tag nicht ganz so viele Schüler hatten wie sonst. Also sie sind wirklich auch in der Nacht noch losgezogen. Aber ich möchte zum Beispiel behaupten, dass eigentlich alle Lehrer da waren, so zum Unterricht, und das eigentlich ganz normal der Tag ablief. Natürlich war das Thema Nummer 1 an dem Tag schon irgendwo klar. An der Schule wurde ja auch viel gebaut. Was gab es denn damals an dieser Schule nicht, was es heute gibt? Zum Beispiel den Raum, in dem wir hier sitzen. Es gab da drüben den Altbau von der Schule, es gab das Internat, auch nur den Teil B. Der Teil A war im Rohbau da, die Turnhalle hier drüben im Hofbereich, die wurde auch erst später gebaut. Also das ganze Objekt wurde erst 1980 eröffnet, vorher waren wir ja drüben in der
Klinik. Was für Musik haben Sie denn damals gehört? Wo man erstmal irgendwie durch musste, war, die Schule war zumindest, was die älteren Schüler betrifft, in fester Hand von Heavy Metal. Also die Anfänge davon, also AC/DC, Purple und sowas in dieser Richtung. Und Maffei war ein ganz großes Thema hier an der Schule. Ich habe Diskotheken hier gemacht an der Schule. Was für Hobbys und Interessen hatten Sie damals und gab es da auch irgendwelche Einschränkungen? Also ich war damals in der Sitzballmannschaft hier von der Schule, habe in einem Singeclub mitgesungen, waren wir viel unterwegs, Rockmusik war für mich immer ein großes Thema. Die große Klasse macht das heute nicht. Es wurde ja schon ein DEFA-Film von Ihnen gedreht. Und wie haben Sie es empfunden, wenn die Kamera dabei war die ganze Zeit? Also damals habe ich das als sehr, sehr unangenehm empfunden, weil ich war noch relativ schüchtern. Und insofern hat es irgendwie immer gestört. Aha, und was beinhaltet der Film so grob? Der Film wurde anlässlich des Jahres des Behinderten gedreht. Und unsere Klasse wurde eigentlich gefilmt und ich hatte nur im Prinzip die Rolle des Klassensprechers in dem Bereich. Und es wurde eigentlich das Leben von Behinderten in der DDR, hatte das Ganze zum Thema. Ja? Hallo. Hallo, Herr Stäbler. Wir sind ja mit unserem Projekt schon so weit gekommen. Wüssten Sie da noch jemanden, den wir interviewen könnten? Lass mich mal überlegen. Ehemalige Schülerin von mir, Maya Linné, aber die wohnt in Dresden. Also wenn ihr da hinfahren könnt, da könnt ihr die bestimmt interviewen. Die kann ich bestimmt eine Menge erzählen. Gut, das machen wir dann mal. Gute Idee. Könnten Sie auch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie so die Kleidung so damals war? Die war ja, also garantiert ganz anders, aber so auch so der ganze Stil. Ja, also die Kleidung, wie gesagt, ich habe ja auch ein paar schöne Fotos, das heißt also, die Kleidung betraf ja sowohl Schüler als auch Lehrer. Das war eine Zeit, wo, das war ja Ende der 80er ne, Jahre, das heißt also, da war sozusagen auch die große Pink-Phase, das heißt also viele grelle Farben, dann halt die Locken im Haar, ne, das war, und große Brillen, jetzt sind wir alle so auf kleine, schmale Brillen, meistens hauptsächlich randlos, ne, zu den Zeiten waren die Brillen relativ groß noch, was sozusagen jetzt wieder ein bisschen der Retro-Look ist, ne, Miniröcke, siehe Frau Liese und weitere Lehrer in der Schule waren wirklich absolut in. Ja, so sah ich aus. Also hier, ne, um das Pink nochmal zu unterstreichen. Ja. Gut. Veränderung dann. Ja, hier die Schule, ne, im Winter. Wie gesagt, das war ja alles komplex bis hinten, alles Internat, ne, gewesen. Ja, hier nochmal der Schuleingang, das ist ja jetzt hier alles weg. Hier oben hat sozusagen die Marie und der Steffen gewohnt. Das waren also Wohnungen für die Lehrer gewesen. Was hatten Sie so für Hobbys und gab es da eigentlich auch irgendwie irgendwelche Einschränkungen für Sie? Also ein Hobby war zum Beispiel also Keramik, ja. Das heißt also, wir konnten da auch, wer sich dafür interessierte, den Keramikkurs besuchen. Es gab Tischtennis. Tischtennis wurde also auch sehr intensiv im Wohnheim gespielt. Da war auf der Etage vor dem Vorstuhl eine Platte gewesen und da ging es dann abends auch immer heiß her. Haben Sie sich eigentlich sehr darüber gefreut, als dann die Grenze endlich offen war, also als Sie endlich mal wieder in den Westen konnten? Also die Anfangszeit war ja mit sehr gemischten Gefühlen verbunden. Ne? Man hat ja das alles mitgekriegt. Man hat immer zu Hause angerufen, man hat es dann erzählt, was alles los ist. Aber dass man jetzt sozusagen sich jetzt so
darauf gefreut hat, das kann man so nicht sagen. Es war schon eine Art Euphorie sicherlich dabei. Wie hoch die bei jedem war, das war, hängt auch von der Persönlichkeit natürlich ab. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt so sehr euphorisch war, weil gerade am Anfang war es ja so, dass die ganzen Ostbürger sich in Zug setzten und gegen Westberlin fuhren, was damit verbunden war, dass ich, wenn ich nach Hause fuhr, mit Massen an Menschen zu kämpfen hatte, die mich halb unter den Zug geschubst haben. Ja. Also das heißt, also, es war schon so ambivalent, ne, das Ganze. Und in der Schule gingen dann die Massenkäufe los, was Zigaretten betraf. Oh Gott, wenn unsere guten DDR-Zigaretten es dann nicht mehr gibt, dann müssen wir jetzt bunkern. Ja, also es wurde Kabinett gekauft und F6 gekauft in Massen für die, die Raucher waren. Und so gab es unterschiedliche Erfahrungen. Schreibst du?